Streiten sich Paris Hilton und ihr Ex Chris Silka etwa echt um den Verlobungsring? Die Hotelerbin sprach in der The Jenny McCarthy Show jetzt darüber, dass sie den 2 Millionen Dollar teuren Klunker gerne behalten möchte. Betrachtet man den schicken 20-Karat-Diamanten, ist das auch irgendwie verständlich. Jedoch sieht die Gesetzeslage in Kalifornien leider anders aus. Das sogenannte Gift in Contemplation of Marriage-Gesetz besagt, dass Geschenke wie ein Verlobungsring an die Hochzeit gebunden sind. Da Paris diese jedoch abgesagt hat, hat ihr Ex Chris Silka das Recht, den Ring zurückzubekommen. Von Talkshow-Hostess Jenny McCarthy auf den Klunker angesprochen, sagte Paris aber, die Person, die uns den Ring gemacht hat, hat Millionen über Millionen Dollar an Werbung zurückbekommen. Ich liebe es, wie Social Media zu einer Art Geld geworden ist. Ganz so sicher sollte sich die 37-Jährige aber nicht sein. Solange der Ring kein Werbegeschenk des Juweliers war, hat die Werbung nämlich rein gar nichts mit dem Gesetz zu tun. Und bereits Ende November 2018 wurde darüber spekuliert, dass Chris den teuren Verlobungsring zurückfordern wird. Doch am Ende stellt sich vor allem eine Frage. Hat die millionenschwere Hotelerbin Paris Hilton das Ganze finanziell überhaupt nötig? Wahrscheinlich eher nicht.